Moin Leute, Domination Tipps. Ich bin wieder zurück. Ich komme gerade vom Einkaufen und habe gesehen oder gehört, besser gesagt, dass der Weltkrieg jetzt gleich wohl zu Ende ist. Daher mache ich einfach noch einen unplanmäßigen Angriff auf die feindliche 2. Für die feindliche 1 werde ich wohl nicht die richtigen Truppen ausgebildet haben und ich habe keine Zeit mehr, um die Truppenkonstellation noch großartig zu ändern, weil der Weltkrieg müsste in 10 Minuten vorbei sein, wenn ich das richtig im Auge habe. Ja, in 9 Minuten ist er vorbei, das wird mir alles ein bisschen zu hektisch. Darum gehe ich jetzt einfach auf die feindliche 2, auch ein relativ ungeplanter Angriff. What? Okay, ich habe jetzt ein paar Motorradräuber dabei. Kein Plan, ich glaube nicht, dass die mir helfen werden. Soweit hier ist alles fertig. Ja, sieht gut aus. Nochmal Double-Check, feindliche 2. Ich weiß auch gar nicht, wie die gebaut hat. Muss ich mir mal schauen. Also, improvisierter Angriff. Okay, da oben ist das... Der Kreml schon mal, da ist nicht so gut anzugreifen. Hier unten haben wir Scharfschützenturm. Ich glaube, ich werde von unten reingehen. Ja, das hört sich gut an. Ich weiß nicht, soll ich meine Flugzeuge direkt auf den Scharfschützenturm setzen? Hoffentlich gehen die da nicht in Fritten. Problem ist, der fuckt mich ab. Der Scharfschützenturm ist auf jeden Fall gelevelt. Und dahinter ist noch eine Flugabwehr. Nee, dann muss ich anders beginnen. Emma, ich kann gerade nicht. So, das hat soweit schon mal ganz gut geklappt. Hoffentlich macht der Sniper-Turm mir jetzt nicht zu viel Ärger. Ich habe auch gar keine Sabotagepunkte, sehe ich gerade. Ui. Das ist natürlich richtig blöd. So, jetzt rein hier, ihr Fregel. Oh oh. Ich gehe das nicht in die Hose. Ich habe einen. Ich bin stehe genau in den Fallen. Das ist natürlich kacke. Ich habe einen. Wie heißt es? Heilkarren verloren. Und ich gehe mir die anderen nicht drauf. Der andere. Aber das mit den Fallen war natürlich blöd. Der hat die gut gelegt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht so optimal für einen ungeplanten Angriff. So, jetzt muss ich mal gucken, fährt irgendwo ein schwerer Panzer rum. Ich würde mir ganz gerne einen schweren Panzer irgendwo sichern. Boah, das ist schwierig, alles jetzt im Auge zu behalten. Mach doch bitte mal da den Mörser weg. Was macht ihr denn? Da auf den Mörser. Jawohl. So, die Redoute ist auch futsch. Die Panzer hier sind meine. Jetzt habe ich hier vorne aber keine Panzer, keine Unterstützer mehr. Was lernen wir daraus? Ungeplante Angriffe sind lustig, aber nicht zielführend. Da ist mal ein Panzer, der macht meine Artillerie kaputt. Ich habe auch ziemlich viele Blackwatch verloren, also macht's einfach nicht so. Keine ungeplanten Angriffe machen. Das war jetzt einmal eine lustige Sache, wird aber nicht wieder vorkommen. Da oben kommen auch noch griechische Panzer, das ist unschön. What, jetzt dreht sich der Bildschirm. Warum? Ey. Ich glaube, wir werden hier nicht mal durchkommen. Krass, da habe ich Scheiße gebaut. Aber wie gesagt, es war ja auch nur ein Test. Der Weltkrieg ist schon gewonnen. Und es geht einzig und allein darum. Hier, ich versammle die mal jetzt auf die Flugabwehr. Dann kann ich all meine Flugzeuge hier rüber fliegen lassen. Genau, sehr gut. Wir haben noch 3 Artillerie, also wir dürften schon noch einiges platt bekommen. Ey, das könnte sogar noch knapp werden, Leute. Das könnte noch ganz knapp werden. Wir kommen hier vielleicht sogar durch mit diesem Mogelangriff. Mach die Panzer platt. Feuer. Oh, da hinten ist noch mehr Infanterie gespawnt. Ah ja, stimmt, der hatte den Kreml. Das heißt, aus den... Kann ich hier noch sagen, macht mal die Garnison platt. Genau, jetzt habe ich wenigstens einmal meine Truppen behalten. Also wir sind fast durchgekommen, Leute. Ganz hat es nicht gereicht. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Da oben steht auch noch die Ölraffinerie, sehe ich gerade. Lustiger Angriff diesmal mit Beuteräubern. Wo sind denn meine Beuteräuber?
Die werden hier unten gar nicht gelistet. Ja, schade. Mir fällt auch gerade so nebenbei auf, ich hätte den Angriff, glaube ich, auf Englisch machen müssen. Der letzte war schon auf Deutsch. Kaka, gut, ist aber so. Dann sehen wir uns bald wieder. Ich habe übrigens hier ein Stück Wald angesteckt. Dauert noch 11 Tage, 18 Stunden. Krass lang. Im Moment sind die Wälder ja vergünstigt. Ich glaube, ich mache noch ein Stück Wald. Dauert dann 14 Tage. Und ja, dann bin ich auch schon viel Wald losgeworden und kann echt viel bauen bei mir. Das war soweit alles von meiner Seite. Hoffentlich wird das Video hochgeladen und dauert nicht so lang wie mein Let's Farm Video zum Hochladen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüssi!